Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute ein ganz besonderes Video, Teil 2 von unserem Kangaroo Island Trip. Ich würde einfach mal sagen, nach dem Intro geht's los. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, waren Melissa und ich auf Kangaroo Island. Letzte Woche anlässlich meines Geburtstages hat sie mir diesen Trip geschenkt. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, da oben könnt ihr euch jetzt das alte Video angucken. Das heißt das alte Video, den ersten Teil von Kangaroo Island. Die schönen und die schlimmen Seiten von Kangaroo Island haben wir da zusammengeführt. Und dann ist uns was ganz Besonderes passiert. Unser Auto ist kaputt gegangen und wir haben uns einen Mietwagen genommen, weil wir noch ein bisschen auf der Insel bleiben mussten. Ich will es gar nicht so lange machen. Wir mussten auf den Mechaniker warten. Der war erst in 2 Tagen verfügbar. Und deswegen haben wir uns für die 2 Tage einen Mietwagen genommen und sind nochmal auf Tour gegangen. Genau, und dann waren wir da unterwegs, haben uns ein bisschen die Gegend angeguckt. Da war halt alles abgebrannt. Und dann... Wir wollten halt noch ein paar Videos sammeln, ja. für unsere YouTube-Videos. Und dann meinte ich noch so zu Marcel, ja, es wäre jetzt cool, einen Koala zu retten. Und dann 3 Minuten später oder so ist dann ein Koala über die Straße gelaufen. Und ja, dann sind wir ausgestiegen und dann ist sie auch direkt zu uns gekommen, also Richtung Auto. Und dann haben wir versucht, ihm was zu trinken zu geben, aber wir haben auch hinterher erfahren, dass Koala gar kein Wasser trinken, dass sie das Wasser aus den Blättern ziehen. Er war auch offensichtlich nicht durstig. Und dann ja, wir haben ihm irgendwie eine Wasserschüssel hingestellt, was man ja irgendwie nicht machen soll. Aber er wollte es auch gar nicht. Also er war daran auch wirklich nicht interessiert, was dann im Nachhinein natürlich auch gut ist. Und dann, ich möchte euch einfach als allererstes mal dieses Bild zeigen. Dieses Bild beschreibt, glaube ich, so alles. Rechts und links, alles abgebrannt. Links hinter dem Koala seht ihr ein anderes abgebranntes Tier. Und also wir haben den Koala in einer Gegend gefunden, wo er keine Chance mehr hatte, auf lange Zeit zu überleben. Also es war alles abgebrannt, er hätte kein Essen gehabt, keine Eukalyptusblätter, nichts. Genau, da war halt nichts mehr. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, wie lange der schon unterwegs ist, Und somit haben wir uns dann natürlich kurzerhand entschieden, den nehmen wir jetzt mit. Ja, und retten ihn und bringen ihn an einen besseren Ort. Genau. Dann haben wir den erstmal ins Auto verfrachtet. Ja, ich habe den dann angehoben von hinten, sodass er mich nicht beißen kann, weil die wohl auch, wie mir jemand erzählt hat, sehr aggressiv werden können. Und ja, dann haben wir den erstmal reingepackt ins Auto und sind losgefahren. Hallo! Hallo! Wir haben es geschafft. Wir haben uns zum Ziel gemacht. Da ist er. Wir haben uns zum Ziel gemacht, einen Koala-Bär zu retten, wenn wir auf Kangaroo Island sind. Und vielleicht war es die Bestimmung, dass unser Auto kaputt gegangen ist, weil somit sind wir jetzt nochmal auf Tour gegangen. Und somit haben wir den Koala gefunden und konnten ihn retten. Da hinten sitzt er. Der ist ganz aufgeregt. Ich weiß, das tut mir auch total leid oder es tut uns absolut leid. Aber wir bringen ihn jetzt dahin, wo er hingehört, und zwar in Koala Hospital tatsächlich. Und da wird er dann gut verpflegt und so. Dann haben wir gegrübelt, wo bringen wir den jetzt hin? Koala Hospital war zu dem Zeitpunkt schon zu und deswegen haben wir dann überlegt, okay, was machen wir? Dann haben wir den erstmal mit zu uns zum Campingplatz genommen. Auf dem Weg dahin haben wir an der Straße angehalten und Koala-Blätter gepflückt. Koala-Blätter. Eukalyptusblätter haben wir gepflückt, genau. Hat Melissa dann gemacht. Und die haben wir die ganze Zeit gefüttert. Genau, Melissa hat ihn bitterlich gefüttert. Er war so froh, der hat gefressen wie wirklich ohne Ende. Ja, der muss echt lange nichts zu essen gehabt haben, weil der so abgegangen ist auf das Essen und der hat dann so still im Auto gesessen, ganz, ganz toll, und hat dann sich da voll gefuttert. Und dann haben wir den Campingplatzbesitzer gefragt, was wir denn mit dem machen sollen, mit dem Koala. Und der hat uns gesagt, ach du, der sieht gut aus, der hat keine Verbrennung, jetzt erstmal so, setz den einfach da hinten auf dem Eukalyptusbaum aus und der findet dann schon seinen Weg, der macht das schon ganz alleine. Und wir haben uns dann halt erstmal gedacht, okay, aber er meinte wohl, er wüsste das und das ist vollkommen in Ordnung, den da abzusetzen. Und wir haben ihm dann einfach geglaubt und vertraut. Ja, und dann haben wir den abgesetzt, aber er wollte nicht auf den Baum raufgehen. Er ist die ganze Zeit unten sitzen geblieben. Dann hat Marcel ihn auf die erste Baumdings da, auf den ersten Baumast gesetzt.
Und dann saß sie auch die ganze Zeit da ganz traurig und hat die ganze Zeit ganz traurig geguckt und so und hat sich nicht wirklich bewegt. Und dann haben wir ihm da Eukalyptusblätter gegeben und dann hat er die gegessen und ja. Genau, und dann ja, haben wir ihn erstmal da gelassen und haben uns gedacht, okay, wir lassen jetzt erstmal overnight eben erstmal da auf dem Baum. Vielleicht hat er ja recht, der Campingplatzbesitzer, und der brauche erstmal einfach so ein paar Minuten, um klarzukommen. Ja. Und ja, dann sind wir schlafen gegangen und am nächsten Morgen haben wir uns gleich morgens angeguckt und gesagt, das Erste, was wir machen, wir gehen erstmal nach dem Koala gucken, was mit dem los ist. Gesagt, getan, haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann angekommen am Baum und haben ja was Trauriges gesehen. Er saß unterm Baum, er saß auch nicht mehr auf dem Baum, auf dem Boden und hat so ein bisschen rumgeschmollt. Ja, hat total traurig geguckt und ja. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, Jens in ein Krankenhaus zu bringen. Genau, ich habe dann gesagt, zusammenpacken, scheißegal, was jetzt ist. Erstmal nicht frühstücken, das Erste, wir nehmen jetzt den Koala, bringen ihn ins Auto und fahren ihn ins Krankenhaus. Ja, und dann sind wir circa eine halbe Stunde ins Krankenhaus gefahren, also ins Koala-Krankenhaus. Und dann haben wir ihn dort abgegeben und die haben sich bedankt. Und ja, wir waren traurig, unseren Koala abzugeben. Ja, irgendwie war es wie so ein Kind. Ohne Spaß, ey. Der saß da hinten auf der Rücksitzbank, der hat immer schön Eukalyptus gefuttert. Ganz brav saß er da, ganz toll. Und wir haben ihn auch mal gestreichelt. Und der hat sich so streichen lassen, kuscheln lassen. Und ja, also waren wir ganz traurig, den abzugeben, aber es ist natürlich das Richtige. Die haben gesagt, die sind wirklich dankbar dafür, die kümmern sich jetzt um den. Und sobald alles wieder sicher ist auf Kangaroo Island, wird er auch wieder ausgesetzt. Und ja, also haben wir das Beste gemacht jetzt im Endeffekt. Ja. Und sind unheimlich stolz. Es ist eine unheimlich tolle Erfahrung, die wir gemacht haben hier. Und die Geschichte wird uns auf jeden Fall ein Leben lang begleiten. Ganz toll. Und ja, die Geschichte wollten wir auf jeden Fall mit euch teilen. Genau. In diesem Sinne. Ja. Willst du noch was sagen? Nee. Nö. Okay. Folgt uns auf Instagram. our.travel.world, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, folgt uns gerne weiter auf unserem Abenteuer hier auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.